gemeinsam. Auf geht's! Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. So, meine Damen und Herren, auf den Sitzplätzen. Ich darf Sie einmal mal bitten, alle aufzustehen. Alle stehen wir mal auf. Und wir legen die Fähnchen mal auf den Sitz und die Fähnchen mal auf den Boden, denn wir brauchen jetzt alle Hände. Und zwar jetzt. Wir klatschen alle gemeinsam. Auf geht's, Oberstdorf. Come on, everybody. Und wir tanzen. Und ihr kennt alle die Choreo. Komm an, Oberstdorf! Und ihr kennt alle die Choreo. Ja, hallöchen, wir sind wieder da. Wir sind gerade vom Skifliegen zurückgekommen und es war sehr schön. Was ein bisschen ungünstig war, ist die Parkerei. Da haben wir uns erst ein bisschen erschrocken, weil wir sind ja echt felsenfest davon ausgegangen, dass wir wieder da parken können, wo wir das uns im Herbst angeguckt haben. Aber das war alles gesperrt und man musste dann also 1 Kilometer laufen. Und das wäre halt blöd gewesen wegen dem Hund, weil wir den ja nicht so lange allein im Auto lassen können. Also wir müssen zwischendurch dann schon mal hingehen und mal gucken oder ihn auch mal rauslassen. Dalton ist ja auch nun auch nicht mehr so ganz so jung und muss dann auch mal pullern, hält nicht mehr so lange aus. Naja, und jedenfalls war die nette Dame dort am Einlass so gut und hat uns erlaubt, dass wir ein Stück weiterfahren durften. Und dann waren wir dann doch ein ganzes Stück näher dran und haben nur ungefähr gute 10 Minuten gebraucht bis zum Stadion. Und das war eine große Hilfe gewesen. Ja, also ich habe dann nach dem ersten Durchgang weil wir gedacht haben, eine halbe Stunde Pause wird sein. Aber dem war nicht so. Es war nur eine Viertelstunde Pause. Ich bin dann in der Pause zurück zum Auto, habe nach Dalton geguckt und habe ihn auch kurz rausgelassen, bin mit ihm ein Stück Gassi gegangen und habe dann schon während des Gassigehens gemerkt, dass der zweite Durchgang schon anfängt und da war ich ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil genau das Finale habe ich nämlich verpasst. Naja, und morgen werden wir das anders machen, da gehen wir dann nur zu den ersten und zweiten Durchgang. Heute haben wir uns die Qualifikation noch mit angeguckt und das machen wir morgen nicht. Ja, ansonsten war das aber wirklich echt schön. Bisschen wenig, Leute. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber das war auch heute nicht geplant, dass da ein Wettkampf stattfindet, sondern das war mehr eine Quali oder so, ne? Geplant. Geplant war eine Quali, ja. Ja, aber die haben heute einen Wettkampf gemacht, weil einer ausgefallen ist. Huch, ich muss mal meine Klöße runterdrehen. Und ja, da haben doch heute ein Wettkampf gewesen, aber es war trotzdem schön, es hat Spaß gemacht, war coole Stimmung. Aber wenn man da so eine Weile sitzt, fängt man doch an zu frieren. Also morgen müssen wir uns nochmal eine Decke oder so mitnehmen, es war schon ganz schön kalt. War schön, hat Spaß gemacht. Jetzt gibt's gleich Hirschgulasch. Den habe ich vorgekocht und eingefroren und dann werden wir es uns schmecken lassen und den Tag in Ruhe ausklingen lassen. Michael sitzt hier unten, den seht ihr nicht, der ist mit seinem neuen Handy beschäftigt. Und ja, will das gerade alles einrichten, naja, da bin ich schon mal gespannt. Ja. Da haben wir ja heute was zu tun. Ich mache die Videos, du machst das Handy. Da ist doch der Abend schon mal gut durchorganisiert. So viel zum Thema Zweisamkeit. Kommt keine Langeweile auf, ne? Ja. Na gut, also, dann bis morgen.
Prösterchen. 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 Kling. Oh, exzellent. Dieser Abgang. Ach. Der Wein aus dem Plastikbeutel und die Gläser aus Plastik. Na schön, danke. Mein Wein ist nicht aus dem Plastikbeutel. Meiner schon. Meiner ist aus der Flasche. Excellent. Ermundet. Ermundet gut. Da habe ich ja den richtigen ausgesucht. Ja, das hast du gemacht. Na, siehst du. Der andere, dann kannst du vergessen, der schmeckt nicht. Oh. Also, guten Appetit. Ach. Ja. Ja, guten Appetit. Wir sitzen jetzt hier in unserem Wohnmobil und es schneit. Also sowas habe ich schon lange nicht gesehen, oder? Aber es ist so ein oller Babschnee. Ja, nicht schön. Es ist nicht so der schöne Schnee, es ist nasser, schwerer. Bitte? Jetzt kommt auch noch Wind dazu. Und es ist noch nicht mal im Berg ansatzweise zu sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute irgendwie was wird mit Skifliegen. Sehr, sehr schade. Wir wären gerne nochmal gegangen, ne? Das war so schön gestern gewesen. Oh Mensch, das ist mich jetzt ein bisschen traurig. Aber also ich glaube nicht, dass das bei dem Wetter was wird. Wir müssen uns auch jetzt entscheiden, weil hier macht dann der Campingplatz von 12 bis 15 Uhr ist dann zu. Da kann man nicht raus. Von 13 Uhr bis 15 Uhr. Wir haben jetzt 12 Uhr und müssen uns entscheiden. Aber wenn wir jetzt dahin fahren, ja, dann müssen wir 5 Euro für die Parkgebühren bezahlen. Und ich kann mir halt auch irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass das hier irgendwas wird. Also ich wäre ja bald der Meinung, dass wir bis 15 Uhr warten und dann gegebenenfalls noch hinterfahren. Dann kommen wir halt zum ersten Durchgang ein bisschen später. Aber das wird hier nichts, das kannst du vergessen. Schade. Gestern war es ganz toll. 17.000 Menschen waren im Stadion. Eine Mega-Stimmung. Und Markus Eisenbichler hat wie viel? 0,5 Punkte. 0,5 Punkte hinter dem Japaner. Sonst hätte der Markus Eisenbichler gewonnen. Oh, das war schade. Und dann haben wir gewartet auf die Punktvergabe. Und da war Totenstille im Stadion. Jeder hat angespannt da gestanden. 0,5 Punkte. Schade. Aber es war super, super schön gewesen. Also hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, das werden wir nochmal irgendwann machen. Es war schon toll.
Deutschland! Liebe Zuschauer, gebt mir mal alles. Wir haben alles gegeben.